Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Top Football Manager Tactics. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe beim letzten Mal euch eingestellt, wie das aussieht, wenn wir Münzen sozusagen generieren möchten, und zwar über den Verkauf von Spielern. Jetzt ist es natürlich so, damit ich überhaupt Spieler kaufen kann, auch Spieler aus meiner Jugendakademie, benötige ich natürlich die grünen Geldscheine. Und das bedeutet natürlich, um diese zu generieren, dass das nicht sofort läuft, also sprich nicht von Anfang an, sondern das geht schon eine Saison. Und in dieser Saison sollte ich nach Möglichkeit alle Titel abräumen. Wie das aussieht, möchte ich jetzt euch mal zeigen. Und zwar sieht es so aus, dass wir hier mal auf die Liga gehen. In der Liga gibt es ja entsprechende Belohnungen, und da geht ihr dann am besten rechts oben auf das Fragezeichen, und dann könnt ihr eben schon mal sehen, okay, was gibt es denn hier für den entsprechenden Rang, den bzw. Platzierung, die ich eben in der Liga erziele am Saisonende. Und jetzt sieht man eben hier, ich bin eben auf Stufe 14, dass für den ersten Platz es 426 Millionen gibt, der zweite bekommt 407, der dritte bekommt 385 Millionen, und das geht im Prinzip bis zum siebten Platz. Die bekommen alle entsprechende Belohnungen, alles was darunter ist, erhält keine. So, deswegen ist es natürlich wichtig, dass ihr euch am besten eben unter diesen ersten sieben platziert, was natürlich gleichzeitig einhergeht mit dem Aufstieg. Richtig gut ist es, wenn ihr unter die ersten vier kommt, weil ihr dann in der Champions League spielt. In der Champions League gibt es natürlich auch wieder entsprechende Belohnungen. Das sieht ein bisschen anders aus, schauen wir uns gleich an. Was bei allen Pokalen, Champions League und Liga-Betrieben gleich ist, ist, dass es eine Belohnung gibt für die Top-Spieler. So, wir können zum Beispiel hier sehen, der Top-Torschütze hat 104 Millionen, als Top-Vorlagengeber gibt es 78,1 Millionen und der beste Spieler erhält 156 Millionen. Wenn ich jetzt das Ganze zusammenrechne und zusammenzähle, dann komme ich hier mal summa summarum auf knapp 300 Millionen für den Spieler plus die 400 Millionen für den oder für die Platzierung. Es gibt also summa summarum 700 Millionen, wenn ich mich da richtig gut profilieren kann. Um nochmal kurz zu zeigen, wie das aussieht im Bereich der Champions League, switchen wir mal kurz rüber. Da muss ich, wenn ich es anschauen will, auf Gruppe gehen, dann eben auch hier wieder auf das Fragezeichen, und dann könnt ihr eben sehen, dass es hier eben auch für die Top-Spieler entsprechende Belohnungen gibt. Summa summarum, Torschütze, Vorlagengeber und bester Spieler 260 Millionen. Und in diesem Bereich ist es halt so, dass für jedes Spiel, das ihr in der Gruppe habt, gibt es 18,8 Millionen, egal ob zu Hause oder auswärts. Für jedes Spiel im Achtelfinale, sprich Hin- und Rückspiel, gibt es die 37,6 Millionen. Im Viertelfinale eben die 75,2 Millionen mal 2, weil wie gesagt immer Hin- und Rückspiel. Wenn ihr das Halbfinale erreicht, dann bekommt ihr 300 Millionen. Ja, und wenn ihr dann sogar noch Meister werdet, gibt es da nochmal 451 Millionen. Also wenn ihr hier wirklich alle Titel abräumen solltet, bis zum Ende durchzieht, da gibt es im Prinzip knapp eine Milliarde. Ja. Das ist natürlich wichtig insofern, dass ihr diese Geldmittel benötigt, um dann entsprechend die Spieler zu kaufen. Und die Spieler zu kaufen haben wir ja letztes Mal gesehen. Ihr geht eben auf den Transfermarkt und dann guckt ihr bei Auktion, sortiert das Ganze mal nach dem Alter. Und dann eben, wie gesagt, je jünger, desto besser. Gut sind eben Zusatzskills, und am besten zu verkaufen lassen sich eigentlich so Torhüter, die relativ selten sind, oder eben Stürmer. Da haben wir ja letztes Mal schon etwas mehr darüber gesprochen. Wie gesagt, schaut es euch nochmal an. Ich jedenfalls habe mich gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt.
würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt und wünsche euch viel Glück und auch beim Handeln, bei den Platzierungen, dass ihr eine super Saison spielt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich natürlich auch noch auf meiner Homepage besuchen, www.topfmtactics.com. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Tokamon.